So, also, der hängt ja hier. Das Problem ist, wenn ich den angreife, habe ich den auch am Hals. Wobei das ja auch die Person ist eigentlich, die ich haben will, ne? Die hier. Glaube ich, hoffe ich mal. Da hinten sind wieder zwei, die könnte ich mir schnappen. Hier ist übrigens auch noch ein Schatz. Falls man das so nennen kann. So, komm auch. So. Jo, sauber. Der hat gerade Bums gemacht. Komm her, komm. Put, 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 put. Ja. Wo sind die? Achso, da. Komm her, hier, komm. Komm her, komm. So, zack. Läuft auch. Ich sag ja, das ist Assassin's Creed. Man sollte auch ab und zu mal zwischendurch auf die Idee kommen, ein bisschen sneaky zu spielen und nicht immer wie ein Hau-drauf-Kerle, wie ich das immer mache. Dann klappt das vielleicht auch mit dem Nachbarn, wie man so schön sagt. Kann. Dieser Kultist, das ist nämlich der Kultistenbubi. So, wir haben einen von diesen Kultisten hier platt gemacht. Der hat aber keine Sachen. Das ist schade. Ich brauche ja hier diese komischen Teile. So, pass mal auf, dann. Nee, wir müssen da lang. Na komm. Geht das jetzt für alle? Nein, wir müssen jeden Einzelnen. So. So. Dann haben wir hier noch einmal die Kriegsvorräte, die wir hier platt machen müssen. Sehr schön. Wo hat es hier geplinkt? Plinken bedeutet, hier ist noch mehr. Ach, warte mal, hier oben. Da. Haben wir hier noch. Oh, diese Kamera, ne? Oh, ich krieg immer bei der Kamera wirklich. Nein! So. Ja. Jedes Mal kokel ich mich an, Alter. Ich krieg. Und nein, ich will mich jetzt nicht mit euch prügeln. Oh, guck mal. Yes! Ah! So, wir müssen den Kult des Kultisten bestätigen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ah! Öffne das Kultistenmenü. Ja, mache ich. Und nun? So, Kultisten. Mit den Hinweisen, die du gefunden hast, kannst du die Identität eines Kultisten auf seiner Detailseite enthüllen. Sobald sie enthüllt sind, kannst du die Kultisten auf der Karte verfolgen. Jedes Mal, wenn du einen Kultisten eliminierst, erhältst du Hinweise, um einen noch mächtigeren Kultisten zu enthüllen. Okay. So. Die habe ich jetzt schon getötet. Das heißt, ich habe jetzt hier das noch unentdeckt. Was ich auch manchmal nicht verstehe, ist, dass ich. Das heißt ja, ich bekomme auf den nächsten. Aber das Problem ist, ich habe es ja hier übersprungen und habe den schon.
Also die kann ich hier übrigens alle schon platt machen. So. Und schon habe ich das ganze Ding hier eingenommen. Wow. So, und weg. So. So, Hafen von Nasaya haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier nichts mehr zu tun. Richtig? Oh, warte mal, was liegt hier? Achso, da ist nur das. So. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Bist du einer in der Waffe? Wo kommt der denn auf einmal her? So. 10% Startstärke haben wir jetzt auch hier gemacht. Eiferbübsch. So. Achso. Oh, der hat sogar noch irgendwas. Ach, nur Drachmen. Okay. Ja, dann haben wir den Kultisten platt gemacht, plus dass wir hier die Dings auch noch gemacht haben. So. Was kann man hier noch machen? Das ist hier noch ein unentdeckter Ort, ne? Das heißt, ich muss hier lang. Oder sollte hier lang, sagen wir es eher mal so. Los. Kommen wir da noch hoch mit unserer Kletterziege von Pferdchen? Jo, kommen wir. Los. Was haben wir denn hier alles? Banditenlager und... Ach komm, jetzt hör mal... Oh, Alter! Einmal, ne, von so einem Wolf ein bisschen angestupst auf gut Deutsch, ne? Wo ist mein Pferd? Oh, Pferdchen. Mein Pferd ist weg. Komm her! Hier. Mein Pferdchen hat ja hier auch die Flügel. So, da oben müssen wir hin. Okay. Eieieiei. Außen rumreiten. Zeus Ephesos, neuen Ort. Hey, das ist kein Rennen. Doch, klar. Das ist doch schon wieder ein Banditenlager, genau. Denn noch einen von komm her hier. Ja, meinst du? Oh, komm her hier. Neues Spiel für, also mich nach danach fragen, wie dieses Spiel ist, ist ungefähr so wie ich habe keine Ahnung. Also ich habe alle Assassin's Creed Teile gespielt und erstmal guten Abend übrigens und ich wünsche auch schöne Weihnachten. Ich habe alle Assassin's Creed Teile gespielt, außer Origins, also da fehlt mir das Ende oder irgendwie ab der Hälfte habe ich nicht weitergezockt. Von daher ist für mich ein Ticken zu viel im Sinne von wegen, du hast so viel zu tun, da hast du stundenlang zu tun. So, wir müssen hier noch eine antike Tafel finden und noch einen Schatz plündern. Also das ist, also du hast hier sehr viel zu tun, was mir einerseits gefällt, aber wenn du es nicht gewohnt bist, aufgrund von den vorherigen Spielen, weil da hast du Quests gehabt, hast die Quests gemacht und das war's dann. Und hier ist das so, hier. Es leuchtet alles. Es blinkt, um das noch so nett zu sagen. Stufe 27 ist der übrigens. Alter Verwalter, den will ich nicht platt machen. Ne? Und dann hast du hier überall gefühlt alle 5 Meter ein Fragezeichen. Aus dem Fragezeichen wird irgendein Banditenlager oder sonst was. Und dann kannst du hier loslegen. Das ist so crazy, Alter. So, und hier haben wir noch so eine komische Tafel. Und bei der Tafel
kommen ab und zu Hinweise und dann gibt es irgendwelche Rätsel und ach, hör auf, ey. Hast Assassin's Creed noch nie gespielt? Oh. Also ich sag mal so, wenn ich glaube, man kann es vergleichen, ich bin mir nicht sicher, Red Dead Redemption oder hier der Witcher, wenn du auf sowas stehst und sowas zockst, dann wirst du an dem auch Bock haben. Aber falls nicht, und ich sag mal so, es ist momentan auch vergünstigt. Oh, versammel, ich muss noch ein Artefakt, dann kann ich mein Schwert schon wieder verbessern. Okay. Habe ich jetzt gerade gesehen. Siehst du, ich kann sogar meinen Speer noch verbessern und also nur Schoten. Da musst du. Das ist, wie gesagt. Ist, glaube ich, günstig. Müsstest du mal gucken, was es gerade kostet. Für 30 Euro die normale Version? 50 Euro? God of War. Ja, ich habe zwar eine PS4, aber die verstaubt bei mir total, weil ich eigentlich PC-only, in Anführungsstrichen. So, den Ort haben wir auch gemacht. So, jetzt kannst du hier gucken. Held zugesucht, eine Nachrichtentafel. Da kannst du übrigens auch noch Sachen machen. Dann hast du hier noch eine Nachrichtentafel. Hier hast du einen König von Persien. Da kannst du irgendwas machen. Hier kannst du irgendwie eine einfallende Armee. Verteidigungsarmee für den Stadt Megaris. Eingefallene Armee. Ich hab... Joe! Du bist da irre. Joe, Hallöchen. Ein Host und ein Raid. Hallöchen, Joe. Ich wünsche schöne Weihnachten gehabt zu haben, beziehungsweise an die Zuschauer von Joe natürlich auch. Der Alarm ging los. Glitzer, genau, Glitzer, ja. So, wir haben da eine einfallende Armee. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wow. Luftpumpe, danke für dein Follow. Herzlich willkommen auf dem Kanal und weiterhin viel Spaß. Ich wünsche schöne Weihnachten gehabt zusammen. Oder im Sinne von wegen so Hashtag Foodkoma, ne? Zombie Schoki auch. Danke an dich. Danke fürs Follow. Herzlich willkommen. Weiterhin viel Spaß und ich wünsche schöne Weihnachten gehabt zusammen. Foodkoma, ne? Ich weiß jetzt nicht, sind die Blauen die Guten oder die Roten die Guten? Ich weiß das nicht. Ich habe einmal eine Verteidigungsarmee und einmal eine Dingsarmee, eine Angriffsarmee. Ich gehe da einfach mal hin. Mehr als auf die Nuss kriegen kann ich nicht, Leute. Ja, ich wünsche, ich hoffe, ihr hattet schön viel Spaß bei Joe. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. LS? Hunter? Subnautica? Irgendwas in der Richtung bestimmt. Lauf, Forrest! Ach ja, hat man kein Pferd, ist das übrigens ein Running Simulator. Blau sind Athena und rot sind die Spartiaten. Ja, was bin ich denn? Ich bin gar nichts zu einem von beiden. Puschelpopus geschossen. Oh, das ist aber fies. Ja, aber das ist jetzt, kann ich die hier platt machen? Ich bin ja kein Athena. Und übrigens, mir fällt das gerade nochmal ein, ne? Siehst du, da ist einer, der hat mehr Ahnung von ich. Also ich habe alle Teile durch, aber das ist too much. Das ist Verteidigungs. Herausforderung normal. Schließ den Spartiaten an, um die Stadt Megaris zur Verteidigung. Und hier? Herausforderung schwer. Schließ ich Athen. Nee, mit Sicherheit nicht. Ich will nicht Athen, ich bin Spartiat, Alter. Ach, du kannst jedes Mal für jemanden. Ne? Wir haben schon lange durch. Was? EZ Hardcore-Modus. Okay. Nee, ich bin Spartiat. Ich spiele auch Cassandra. Es gab ja letztens so eine nette Statistik, dass die meisten Leute zu 60% oder über 60% alle Leute hier Dings gewählt haben, den Typen und nicht sie, beim Zocken. Also gehöre ich zur Minderheit von 30%, die Cassandra genommen haben, um den Charakter zu spielen. Und in meinen Augen ist das auch eine Fehlinformation gewesen, weil die Aussage war ja, das ist das erste Mal, dass man eine Frau charakterisch spielen kann. Und das stimmt ja nicht, weil du kannst ja in Assassin's Creed Syndicate auch Evie Fry spielen. Da spielst du ja auch zwei Geschwister. Hey! Hat mein Pferdchen gebissen! Ich habe das eben halt nicht mal mitgekriegt. Ich nehme das Loot. So, welcher Vogel darf ich denn jetzt hier, wo muss ich denn jetzt hin? Nee, ich will den nicht niederschlagen. Ich will mich anschließen. Hier, da. Reden. Da. Wir kriegen die
diese verdammten Athener nicht klein. Doch, jetzt. Entlang unserer Verteidigungslinien steht eine Schlacht bevor. Willst du heute an der Seite geborener Krieger für Sparta kämpfen, Söldnerin? Arme geflügelte Lasagne. Ich kämpfe für Sparta. Mein Schwert gehört dir, Sparta. Hervorragend. Heute wird ein schwarzer Tag für die Athener. Ja, Sparta. Ich habe ja eine Schlacht schon gewonnen, also so ungefähr weiß ich, wie es geht. So ungefähr. Genau. Du musst haufenweise töten. So. Los, komm. Oh, hier sind, ach ja, genau. Von denen muss ich hier die platt machen. Die hier. Zack. Zack. Nächste Rübe weg. So, wo ist denn der nächste hier mit dem... Da ist er. Ich wollte gerade nachfragen, wo ist er denn? Zack. Alle hier ohne Fahrschein, komm. Heute gibt es Geschnetzeltes. Mit Hackebeil. Oder vom Hackebeil, eher so rum. Das war ja aber geil. Was hat er da versucht? Hat er da versucht, mich zu töten gerade? Oh, komm her. So. Ich brauche einen hier mit diesen, die hier Anführer sind. Hier, die Levelvogel. Den brauche ich. So, töte ich den. Da ist der nächste Hauptmann. Das ist manchmal auch so. Du musst erst ein paar töten, dann kommt der nächste erst, habe ich das Gefühl. Ja, komm. So. So, der nächste ist auch platt. Jetzt müsste der, glaube ich, noch einen einzigen hier irgendwo rumlaufen haben, ne? Jungs und Mädels. Da ist er. So, dann haben wir die nächsten. Dann doch noch einer. Da. Und zack. Schnell. So. Irgendeiner muss hier noch rumlaufen. Ey, wie viel die auf einmal haben, ne? Töte den Hauptmann. Pass mal auf hier. Haut ab, ihr! Auf der Flucht gemeuchelt. Zick! 5 Hauptmänner, 24 Soldaten. Das waren meine Heldentaten in dieser Schlacht, Leute. Ich habe alle weggemeuchelt. So. Oh. Yes! Was eine Schlacht. Sie haben tapfer gekämpft und hatten doch keine Chance.
Yes, yes. So. Oh, durchsuchen. Kannst du mal. Übrigens, hier ist das doch wohl da. Da, wo, da habe ich mich mit dem, ne, mit dem einen mich getroffen da, ne, mit dem Wolf. So. Was sind das eigentlich? Oh. Wir können jemanden in seiner Hütte platt machen. Den nächsten. Liebevoll zur Aufgabe überredet. Genau, so muss das sein. Immer auf die Mütze. Wenn ich hören will. Falls jetzt einer fragt. Achso, hier komm, das können wir auch mal mitnehmen. Ab und zu mache ich das ja auch. Dieses Looten, ey, das ist so schlimm. Also fliegen kann das Pferdchen leider nicht. Und falls jetzt noch einer fragt, warum ich hier gerade nur einen 480p-Stream habe. Ja, ich habe in circa 3 Monaten endlich Glasfaser. Also ich bitte mir das nachzusehen, dass momentan meine Internetqualität nicht der Hit ist. So. So, pass mal auf. Ich bin ja einer von der Sorte, ich falle da nicht drauf rein, ne? Da läuft er. Er flüchtet. Er weiß genau, was kommt. Lauf um dein Leben. Ich muss mich erst um den kümmern. Jetzt kann ich mich um die anderen kümmern. Yes. Da ist ein Baum im Weg. Ich sehe nichts mehr. Oh, Fotomodus. Oh, sehr gut. Das ist aber auch geil gemacht. Ich habe den Fotomodus so reingenommen. Komm, Foto. Speichern wir auch noch mal. Mitten im Kampf Fotomodus angemacht. Ey, das ist doch peinlich, ey. Immer feste drauf auf die. Oh, jetzt wird's langsam, aber hier. Ich hab's geahnt. Zum Ende kommt immer das. Zählt er es? Nach Berserker Creed aus. Ja, genau. Das Problem ist, wenn du nicht sneaky vorgehst, kommen irgendwann so viele und dann hast du ein Problem. Und ich war ja schon jetzt. War das Stufe 4 von diesen Kopfgeldjägern? Das war auch das erste Mal. Also, sonst war ich ja immer nur. Aber die Frage ist, dass ich jetzt auf ihrer Stelle ist: Zählt er das eigentlich? Dass ich den platt gemacht habe?